Standheizung anschauen. Wenn wir hier anklicken Standheizung, kommen die verschiedenen Modi. Betriebsart oder Einstellungen müsst ihr eigentlich nicht einstellen, sondern ändert die Stufe Dauerheizen. Wir haben hier keine Möglichkeit, die Temperatur einzustellen. Das heisst einfach, die ist fix gegeben. Was wir können, ist aktivieren, Dauerheizen. Das heisst, dass sie ab dem, wo wir aktivieren, die ganze Zeit heizen. Dort müsst ihr darauf schauen, dass der Dieseltank voll gefüllt ist, weil es eine Dieselheizung. Wir empfehlen bei kalten Temperaturen sicher einen halben Tank, dass ihr sicher eine Nacht ohne Probleme könnt, übernachten könnt. Und es tut euch nicht den ganzen Dieseltank leeren, sodass ihr sicher noch vom Campingplatz wegfahren könnt. Für das Dauerheizen aktivieren kann ich von Abbrechen auf Aktivieren über. Immer das, was blau angeschaut ist, das, was ich angewählt habe. Und ihr seht hier, es sagt Bestätigen bitte mit dem schwarzen Knopf. Also mache ich das mal. Und jetzt fragt ihr mich, welche Stufe ich stelle. Mit der Hand vor Stufe kann ich nichts gross anfangen. Darum haben wir hier so eine Übersicht gemacht. Die findet ihr in der Beifahrtür, Bedienung von der Standheizung. Und wenn wir hier runter gehen, seht ihr die Übersicht von diesen verschiedenen Stufen. Stufe 8 sagt jetzt hier etwa 30 Grad, wird die Innenraumtemperatur sein. Also wirklich sehr schön warm. Also sage ich, nein, so warm möchte ich es nicht. Hoppla, Display ausgeschaltet, und ich drücke auf einen schwarzen Knopf. Ich gehe aber auf 6, das lenkt mir. Ich bestätige mit OK. Und dann kommt bitte warten. Und mit bitte warten kommt hier eine Kontrollleuchte, dass die Standheizung jetzt permanent an ist. Und jetzt in der Zwischenzeit tut es den Ölstang überprüfen und einschalten. Jetzt seht ihr, die Dauerheizung ist aktiviert auf Stufe 6 und hier ist die Kontrollleuchte, also funktioniert die. Wenn ich verlasse, ist zurückdrücken, bin wieder auf der Hauptseite.